Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch den Adventskalender von Purelay zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist und ob er mir gefällt, dann bleibt doch gerne dran. Auf dieses Video habe ich mich so sehr gefreut, Leute. Denn ihr wisst, ich liebe den Schmuck von Purelay. Ich trage den schon seit Jahren. Ihr wisst ja, hier meine Armbändchen, meine Ohrringe, auch meine Ketten, die ich euch zeige, sind sehr, sehr oft von Purelay. Einfach, weil ich den Schmuck total toll finde. Deswegen habe ich mich auch super gefreut, als ich angeschrieben worden bin, ob ich euch den Adventskalender zeigen möchte. Und natürlich möchte ich das. Das heißt, diesen Adventskalender habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar ist das die Variante in Silber, gibt es ja noch in Gold und Roségold. Und ja, ich freue mich. Ich finde allein schon den Karton mega schön. Also, schnappt euch was zu essen, was zu trinken, macht euch gemütlich und dann starten wir einfach mal mit dem Adventskalender. Oh, ich bin so aufgeregt. Ihr glaubt das gar nicht. Ich bin so aufgeregt und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Ich werde mal gerade hier mein kleines Tischchen, mein provisorisches Tischchen, gerade ein bisschen verschieben, damit ich hier ein bisschen Platz habe und ihn hier ein bisschen mehr an die Seite stellen kann. Das ist so schön. Der ist so schön. Also ich finde, na, Schmuck können sie auf jeden Fall und immer den Adventskalender. Mega, ne? Wenn man das dann aufmacht. Also bei mir ist ein bisschen hier verrutscht durch den Transport wahrscheinlich. Muss ich gleich mal gucken. Ups, die sind jetzt alle durchgerutscht. Beziehungsweise müssen wir die nochmal da rausholen und einfach mal richtig reinstellen. Ne? Super vorbereitet wieder. Ich hatte das nicht gesehen, dass die hier durcheinander gekommen sind. So. Aber das hier kennen wir schon ein bisschen aus dem letzten Jahr. Da war das ja auch so, dass die hier oben was hatten und dann auch noch hier unten. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wie war das? Ach ja, genau. Huch, den muss man hier so aufdrehen. Jetzt kann ich ihn natürlich nicht ganz aufdrehen, weil sonst fällt mir hier gleich alles runter. Aber ich finde den mega schön. Ich bin so aufgeregt. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so sehr. Ihr wisst ja, bei mir ist das mit den Adventskalendern so nicht der Reihe nach. Ne? Ich werde jetzt einfach hier rausholen und natürlich geht das hier auch bis 25. Wir haben hier 25 Kästchen. Voll cool. Freue ich mich. Und wir starten jetzt einfach mal. Ich werde auch natürlich das ein oder andere Schmuckstück nachher dann mal anziehen und so. Mal gucken, weil das Coole bei den Schmuckstücken von Purelay finde ich persönlich immer, man kann sie immer und überall anziehen. Ich nehme die ja mit zum Duschen, zum Schwimmen. Also das hält bei mir alles durch. Die müssen auch alles mitmachen. Diese Armbänder, die ziehe ich niemals aus. Meine Ohrringe natürlich abends zum Schlafen schon. Ansonsten habe ich die auch ständig an. Und ich finde es halt auch cool, dass man die Sachen untereinander kombinieren kann. Man hat natürlich immer mal so rein, wo man dann Ohrringe, Ringe und Ketten zusammenhängt hat. Aber ich finde es auch schön, dass man das auch miteinander einfach kombinieren kann, gerade wie man halt Bock hat. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag sehr gerne kurze Ketten. Was ich aber an den langen Ketten cool finde, die kann man halt dann immer zweimal drum machen. Gerade bei mir, weil ich ja einen relativ dünnen Hals habe. Und dann hat man halt so eine doppelte Kette. Finde ich halt auch schön. Hier ist es dann so, bei diesem Kästchen, könnt ihr ja gucken, da steht dann auch immer noch ein Spruch drauf. Embrace the world and yourself with the spirit of Aloha, love, respect, compensation and kindness. Ja, das ist so. Und hier steht auch immer unten drunter bei den Kästchen, was drin ist. Ne? Also hier ist das ein Ring in Silber. Steht dann immer der Name dabei. Daran kann man dann immer gut erkennen, welche Sachen wirklich zusammengehören. Und dann ist halt hier immer dieses super schöne Säckchen. Finde ich sehr praktisch, gerade wenn man mal unterwegs ist oder die Sachen immer einzeln verpacken will. Dann kann man das so schön in diese Säckchen machen. Und hier, das ist ein Ring. Die finde ich echt hübsch. Ne? Ich mag ja so schlichte Sachen. Und was halt hier cool ist, den kann man halt dann ein bisschen enger machen, so dass man das auch bei so kleinen Fingern wie bei mir schön tragen kann. Den einzigen Ring, den ich ständig trage, ist mein Ehering. Ansonsten nicht so viele, aber gerade gucken, das kann man auch eigentlich miteinander kombinieren, ne? So, dass man da auch mehrere an einen Finger zieht. Es gibt ja auch Leute, die haben hier ihre Ringe hier vorne am Zeigefinger, was mich persönlich aber immer stört. Wenn, dann ziehe ich was am Ringfinger an. Finde ich aber jetzt auch super süß und ich finde auch schön, dass der schlicht ist und der ist mega leicht. Und hier, das ist der Ring, der heißt Twin Tides, also Element Wasser, würde ich sagen, weil ist ja Wellen. So, das heißt, ich packe das jetzt wieder dahin zurück. Dann holen wir das nächste Türchen. Ich finde das so schön, ne, mit den Sprüchen, muss ich ehrlich sagen. Sowas mag ich immer sehr, sehr gerne.
So, ich gucke jetzt mal nicht unten rein, was es ist. Was ist das? Das ist ein Anhänger, glaube ich. So ein Charm müsste das sein. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Oh, der ist ja hübsch. Oh, guckt mal. Ist der nicht hübsch? Das ist ein schöner Anhänger. Den lasse ich mal hier draußen liegen. Mal gucken, mit welcher Kette oder Armband kann man ja auch machen, ob man das da dran machen kann. So. Dann haben wir hier das nächste. Da haben wir dann wieder ein Sprüchlein. Be like the ocean, pure, deep, resilient. So, was haben wir hier? Ohrringe. Oh, die sind ja witzig. Das ist ja Tropfenform. Schaut mal hier, Tropfenform. Die ist ja süß. Das ist bestimmt Element Wasser, ne? Droplet Earring Silver. Ja, wäre für mich Element Wasser, weil wir haben ja hier immer Elemente. Ich mache jetzt mal gerade meine Ohrringe raus. Also ich trage am liebsten schlichte Ohrringe, gerade wenn ich jetzt so arbeite und so, ne? Normal in der Woche. Aber wenn man mal ausgeht, kann man ja auch ausgefallenere anziehen. Aber ich glaube, hier das wäre auch was für mich, was ich definitiv anziehen würde. So, wir gucken mal. Was ich halt nicht mag, ist, wenn die so super schwer sind, die Ohrringe. Das stört mich dann immer ein bisschen. So. Gucken wir mal. Ich finde es gar nicht verkehrt, ne? Was meint ihr? Also ich finde sie schön. Also die sind eine Mischung aus elegant und nicht so doll auffällig. Perfekt. Richtig cool. Und das war, was war das jetzt hier nochmal? Droplet Earrings. Okay. So, dann kommt das hier wieder zurück. Dann das nächste. Und die sind super, super leicht, weil ich meine, der Schmuck ist ja auch nicht schwer. Gucken wir mal, was hier drin ist. Komm raus. Oh, wir haben hier dann Charm. Schaut mal, ein Herz. Das finde ich auch schön, dass das so schlicht ist. Muss ja nicht immer glitzern. Aber gucken wir mal, wo wir das nachher dran machen können. Weil so ein bisschen Kombinationen wollen wir ja auch mal anziehen. Ne? So, das nächste. Wieder ein Sprüchlein drauf. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Eine Kette oder ein Armband? Ein Armband. Ach, das ist ja süß. Schaut mal. Ich finde das total schön. Welchen Namen hat das hier? Seed Bracelet. Also würde ich sagen Erde, oder? Super schön. Ich muss das mal da abmachen. Das ist ein Bracelet, ja. Richtig hübsch, ne? So. Da ich ja relativ kleine Handgelenke, ich weiß, normal muss man das aufmachen, aber das ist für mich immer so schwierig. Deswegen mache ich es halt gerne einfach so drum. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. So, jetzt könnt ihr das mal so auf der Haut sehen, ne? Dass ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Das sieht echt schön aus mit diesen Kügelchen. Das so als Kette wäre auch cool, ne? Super schön. Und hier hat man auch noch Ringe. Das heißt, man kann das hier auch ein bisschen kleiner machen. Also für mich müsste es auf jeden Fall noch was kleiner gemacht werden. Ich lege mir das jetzt mal hier vorne hin. Dann kann ich da nachher mal gucken. Da muss mein Mann mir ein bisschen helfen. So, jetzt muss ich hier gleich ein bisschen zirkeln. Nein, das noch nicht. Upsala, nicht verrutschen. Dann haben wir hier den nächsten Spruch. Und hier haben wir einen Ring. Oh, der ist aber auch ein super schlichter Ring. Guck mal, der passt zu dem Armbändchen, was wir hier hatten, ne? Dann kann man den wieder ein bisschen enger machen und dann, also bei mir würde der jetzt so hier passen. Ich finde das aber auch ein super schlichter, schöner Ring. Der könnte man auch kombinieren mit einem anderen dann so, ne? Ja, sorry, dass ich meinen Ehering noch anhabe, aber den ziehe ich nie aus. Auch nicht, wenn ich anderen Schmuck anziehe. Der bleibt immer an meinem Finger. So. Dann müssen wir jetzt mal die Reihe runter. Jetzt muss ich das hier ein bisschen festhalten, sonst macht das hier alles die Flatter. Das nächste Sprüchlein. Super süß. Ich freue mich. Ich mag Schmuck. Und besonders hier den.
Und ich finde das auch schön in Silber, weil Silber ist so mein Liebstes. Ich ziehe zwar auch Roségold an, aber am allerliebsten finde ich, oder am allerliebsten ziehe ich halt Silber an. Das mag ich am. Ach, das hier ist so. Das ist aber eine hübsche filigrane Kette. Guck mal, das ist so eine lange. Wie heißt die denn? Necklace Air Lighty. Also das ist eher so Kategorie Luft. Und das wäre eine, die ich wahrscheinlich so doppelt anziehen würde. Wir können sie ja mal gerade anziehen. Die ist echt hübsch. Ah, jetzt habe ich mir natürlich wieder meinen Nagel kaputt gemacht. Ich bin da so ein Held drin, das glaubt ihr nicht. So, machen wir das nochmal. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Seitdem ich jetzt älter bin, habe ich immer Schwierigkeiten beim nahen Gucken. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, das im Blindflug zu machen. Oh Gott. Moment. Das hier klappt, weiß ich nicht. Ja, es klappt. So, weil ich würde das jetzt persönlich so machen, denn ich mag auch hier immer dieses Plättchen, was da so dran hängt. Habe ich bei sehr vielen Ketten, dann habe ich das einfach so da liegen. Ne? Deswegen habe ich extra jetzt ein Kleid mit einem Ausschnitt angezogen, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ich habe nämlich gerade kein schwarzes T-Shirt, aber ich dachte, so sieht es auch hübsch aus. Ich finde es eine super schöne filigrane Kette und man könnte jetzt natürlich auch noch hier das hier dran machen. Oder aber auch das Herzchen könnte man hier dran machen. Ne? Aber ich finde, man kann es auch einfach so schlicht tragen. Sieht auch sehr hübsch aus. Auch zusammen mit den Ohrringen, die ich da angezogen habe. Perfekt. Richtig cool. Und die Ohrringe sind auch nicht schwer. Super angenehm zu tragen. Ich habe sie jetzt schon eine Weile an. Und ich finde die wirklich gut. So, dann kommen wir zum nächsten. Huch. Oh, das ist auch süß. Schaut mal. So, was haben wir denn jetzt? Uiui, oh, eine Kette. Oh, die ist ja cool, da ist ein Knoten. Moment, ich mache das mal hier gerade ab, dann zeige ich euch das mal, dass ihr das sehen könnt. Schaut mal, das ist wirklich ein Knoten. Cool. Die heißt Knot, ja, Necklace. Die ist ja echt mega schön. Schaut mal. Sollen wir die auch noch anziehen? Ich glaube, man kann ja auch mehrere Ketten anziehen. Ne? Gucken wir mal, ob die jetzt hier zur Geltung kommt. Falls ich das jetzt hinbekomme hier. Geht sogar. Die ist nämlich länger als die andere, oder? Schaut mal. Ich habe gleich hier komplette Adventskalender angezogen. Richtig cool. So, das nächste. Das ist ein bisschen dicker. Mal gucken. Oh, das ist eine Kette, die ich mag. Oh mein Gott, guckt euch die an. Die ist hübsch. Wie heißt die? Fire Flare Silver. Und hier ist extra auch noch so eine Verlängerung. Also, dass man das hier quasi so. Richtig, das ist so eine hübsche Kette. Mega. Also, ich muss sagen, bis jetzt ist alles, was wir uns hier jetzt angeguckt haben, genau nach meinem Geschmack. Ich glaube, im letzten Jahr war es nicht ganz so, aber jetzt ist richtig hübsch. Oh mein Gott, mein Schmuckkästchen wird wieder explodieren. Ich weiß es jetzt schon. So, dann gucken wir uns das nächste an. Was haben wir denn hier? Ach du je. Ist noch eingewickelt? Wir wickeln es mal. Oh ja, sowas mag ich auch. Schaut mal. Das kann man nämlich dann auch ein bisschen anders anziehen. Und das ist auch eine super schöne Kette. Das hier wäre auch sowas, was ich finde, was man im Alltag halt anziehen kann, weil es jetzt nicht so ganz filigran ist. Aber das fällt auf jeden Fall auch auf. Wie heißt die denn? Air Night Sky Silver. Also Air Night Sky. Die ist hübsch. Die finde ich wirklich super schön, weil das ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Habt ihr gesehen, hier vorne ist ein, ich drehe es mal rum, ein Mond.
Mit den Steinchen. Also richtig coole Kette. Mega. Immer das Gefühl, in diesem Kästchen ist gar nichts drin, weil das alles so leicht ist. Aber Schmuck ist ja auch nicht schwer. Ach, das ist auch wieder ein Ring. Und der sieht so aus. Also Ring Earth Terra. Ist hier so. Sieht so aus wie so ein Krönchen, ne? Wobei, ich kann das auch mal gerade an der anderen Seite machen. Ich biege mir den jetzt mal nicht zurecht, aber der ist auch wirklich, wirklich schön. Total schlicht. Und der ist sehr leicht. Das mag ich bei Ringen auch sehr gerne, wenn die leicht sind. So. Was haben wir hier? Hallo? Ohrringe. Oh, die sind auch hübsch. Ich hoffe, ihr könnt die auch erkennen. Schaut mal. Hier. Also die schimmern halt ein bisschen, weil die Steinchen drin haben. Und das ist Fire Eternal Flame. Ja. Hübsch. Aber ich lasse jetzt die mal drin. Aber die sind auch sehr, sehr schön. Das wären auch welche, die könnte meine Tochter gut tragen, weil die sehr klein und filigran sind. So. Das sind auch hübsche Ohrringe. So Kreolen. Schaut mal. Mit so Steinchen vorne dran. Das sind die Reef Earrings. Und ich liebe Kreolen. Kreolen finde ich total toll. Ich weiß gar nicht, wo ich habe auch einige Kreolen. Am liebsten mag ich das, wenn die jetzt nicht so schwer sind und so klein und filigran sind. Also diese normalen Runden, ohne dass da jetzt so Muster da drauf sind, finde ich halt auch sehr schön. Aber hier, die gefallen mir auch. Ich glaube, das sind so welche, die ich in nächster Zeit mal öfter anziehen werde, weil ich die wirklich sehr, sehr hübsch finde. So. Gehen wir mal weiter. So, was haben wir denn hier drin? Oh, das Armband zu der hübschen Kette. Also das ist auf jeden Fall super schön. Für mich, wie ihr seht, ist es ein bisschen groß, aber das ist bei den Armbändern immer. Aber das ist ja super hübsch. Nee, ist gar kein Armband, das ist ein Anklet. Das ist für den Fuß. Das ist für einen Fuß. Oh, das ist so cool. Ich glaube, das ziehe ich im Sommer an, weil ich hatte jetzt diesen Sommer auch das erste Mal so Fußbändchen an. Mega schön. So, ne? Wenn man ja dann hat man ja offene Schuhe an und dann das sieht so schön aus. Habe ich jetzt natürlich nicht mehr, weil wenn man da die Socken ständig drüber machen muss, nervt das total. Aber das ist super schön. Ah, cool. Habe ich wieder eins mehr. Kann ich ab und zu mal ein bisschen abwechseln. Ich mag's. Ich mag auch Fußbändchen sehr gerne. Nicht nur die Armbändchen. So, jetzt gerade gucken. Ich muss hier immer gucken, dass ich die Nummer wieder hier oben drauf packe. Und das ist halt echt immer schlecht zu sehen. Ne? Seht ihr, wie hell das ist? Da muss man immer die richtige Nummer wieder finden, dass man das hier wieder reinstellen kann. Haben wir jetzt wieder Ohrringe? Komm. Ja. Oh, die sind ja witzig. Schaut mal, ich halte euch mal einen dahin, weil es sonst schwer zu sehen. Schaut mal, da ist eine Perle und dann sind Steinchen da. Guck mal. Super schön, oder? Also das wären aber für mich jetzt keine, die ich so jetzt tagsüber anziehen würde. Das wäre jetzt eher sowas für ein bisschen auffälligeren Look. Aber auch sehr schön. Wie heißen die? Air Halo. Okay. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. So, wieder die richtige Seite. Das nächste. Oh, oh je. Oh, wo wir von Kreolen gesprochen haben. Schaut mal, eine richtig dicke Kreole mit so einem Kreis. Den könnte ich mir auch gut hier an der Kette so vorstellen, weil der schon sehr, sehr auffällig ist in so einer schmalen Kette.
Aber dann versuchen wir die mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt was für mich sind. Aber wir probieren sie mal. Tch. So, dann gucken wir mal, ob das bei mir gut funktioniert. Zack, an. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr findet, wie die Ohrringe sind. Ich finde sie mega schön, ne? So. Ja, also man merkt sie schon natürlich, ne? Weil die sind ein bisschen schwerer, aber hat auch was, oder? Das sind die Orbit-Ohrringe. Ja, nicht schlecht. Also, dass ich immer so ein bisschen rüber gucke, ist, ich gucke mir das dann im Bildschirm immer so ein bisschen selber an, wie das aussieht. Aber die machen lustige Geräusche, wenn man so wackelt. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder etwas Leichteres. Könnten aber auch Ohrringe sein. Ja, auch die sind ja lustig. Ach Gott. Schaut mal. Gott, die sind ja mega lang. Also das wäre jetzt was für mich, was ich nicht jeden Tag anziehen würde. Das würde mich nämlich ein bisschen nerven. Das sind die Dewdrop-Earrings. Die sind auf jeden Fall was auffälliger. Aber auch nicht schlecht, weil manchmal möchte man ja vielleicht auch ein bisschen was Auffälliges haben. So. Zack, lass mal wieder alles fallen hier. So, wir gucken. Ach, hier zu der Kette gibt es auch hier noch so ein Armband. So was mag ich auch. Es gibt ja Leute, die mögen diese Armbänder eher so in diesem ja, normalen Band einfach nicht. Ich finde das aber ganz cool. So, lass mich jetzt hier mal ein bisschen wieder ziehen. Ah, das ist immer so schwierig mit einer Hand. Machen wir das jetzt einfach so. Ne? Das wäre aber auf jeden Fall auch was, was ich anziehen würde, ehrlich gesagt. Würde auch zu meinen anderen gut passen. Dann fällt es jetzt auch deutlich mehr auf, als wenn das Bändchen silber wäre, finde ich. Ne? Schon schön. Aber das ist wieder absolute Geschmackssache, wie bei allen anderen Dingen auch. Pure Lay trifft aber sehr, sehr häufig einfach meinen Geschmack. Und diesmal auch wieder. So, wir gucken mal, was wir hier drin haben. Zwar haben wir hier ein Armband Te Earth Terra. Das finde ich auch super hübsch. So, in Kombination mit meinen anderen Armbändern. So, wenn ich das jetzt mal hier ein bisschen enger mache. Finde ich, passt das ganz gut, weil euch ist ja bestimmt aufgefallen, ich habe hier ein goldenes, ein silbernes und ein roségoldenes Armband. Und da finde ich, kann man die anderen auch gut zu kombinieren. Man muss ja nicht so viele Armbänder anziehen, aber ich mag Armbänder super gerne. Und das stört mich auch persönlich überhaupt nicht. Deswegen wird jetzt das ein oder andere Armband einfach bei mir dazukommen. Super schön. Und vielleicht teile ich auch das ein oder andere mit meiner Tochter. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. So, und dann nehmen wir jetzt hier auch noch das letzte Kartönchen hier raus. Was haben wir hier? Oh, ein Ring. Dewdrop. Und den finde ich mal richtig hübsch. Den finde ich wirklich, weil das ist der hier mit so Perlmutt. Also den könnte man auch theoretisch so rumtragen, würde ich aber nicht. Ich würde den so rum, weil ich das einfach, ich mag das Schlichtere, ne? Und das ist super schön. Das ist ein super schöner Ring. Ich mag die Form sehr gerne. So, und dann kommen wir jetzt oben, weil dann kann ich das hier ein bisschen zuklappen, bevor mir das nämlich hier gleich runterfällt. Und dann können wir uns jetzt hier oben die Elemente angucken. Und dann fangen wir einfach mal mit Wasser an. Oh, ich finde das immer so schön. Ich finde das immer so schön. Ich werde das hier oben jetzt nicht aufmachen, weil ich kriege das nachher nicht mehr zu. Ich mache das einfach jetzt hier von unten auf. Ne? Hier hat sich die Kette schon. Wird eine Kette sein, ne?
Das ist wie so eine Schlangenkette oder wie das heißt. Oh, das ist eine doppelte. Oh, wie hübsch. Und da ist so ein Tropf, der Tropfen dran. Ja, Droplet. Das heißt, das gehört zu den Ohrringen, die ich vorhin anhatte. Das ist eine super schöne Kette. Gerade mal gucken, kann man das abmachen? Ja, das heißt, ihr könnt hier diesen Tropfen, den könnt ihr abmachen. Und ihr könntet dann zum Beispiel hier dieses Herzchen da dran machen, wenn ihr das wollt. Oder aber hier von diese Kreise. Kugeln kann man abmachen und könnte die hier drauf machen. Die würde dann hier natürlich total schön auffallen. Das ist eine super schöne Kette, ne? Mega. Absolut meins. Super schön. Also ich glaube, das wird auch so eine sein, die ich in nächster Zeit öfter mal anziehe. Weil ich habe das auch, ich habe natürlich, jetzt kommt demnächst ja diese Rollkragenzeit. Also ich ziehe gerne Rollkragenpullover an. Und da kann man diese Ketten auch immer sehr schön drauf kombinieren. Weil, ne, dann hat man, meistens sind das bei mir dunkle Farben, ihr wisst, ne? So schwarz und so liebe ich ja. Und da fallen die natürlich super drauf auf. Oh, das ist eine schöne Kette. Mega schön. Also Wasser hat auf jeden Fall schon mal meinen Geschmack getroffen. Sehr cool. So. Und ich finde auch diese Kartönchen, die sind super schön gestaltet. Hier, so ein schöner Spruch wieder drauf. Ne? Ja, ich liebe es einfach. So, ich mache den dahin. Und dann nehmen wir jetzt einfach Air, also die Luft. Das ist so gelblich. Der eine war jetzt weiß, das hier ist jetzt ein bisschen gelblich, aber auch wieder so schön. Ach, guck mal, und ein Schmetterling. Ich liebe Schmetterlinge. So, gucken wir mal, was ist hier drin. Auf jeden Fall nochmal schön verpackt. Das sind schöne Ohrringe. Leute, schaut euch das an. Schaut mal. Glänzen so schön und die sind mega hübsch. Und das sind die Air Fan. Oh mein Gott. Ja, das sind auch welche auf jeden Fall für mich. Mega schöne Ohrringe. Richtig cool. Passt auch gut zu Luft. So. Ich mach das hier wieder zu. Oh, so schön. So, und dann kommen wir hier Erde. Schaut mal, wie das so hübsch, ne? So hier. So hübsch. Machen wir das auf. Oh mein Gott, die sind der Knaller. Schaut mal, was für coole Kreolen. Also die muss jetzt, ich muss gerade mal wechseln. Die möchte ich gerne anziehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die sind riesig, ne? Aber ab und zu mag ich das. Ich hatte früher auch wirklich so richtig große Kreolen. Zieht man ja heute nicht mehr so an, aber damals. Boah, mega hübsch. Oder? Was meint ihr? Und ich bin ja ein kleiner Mensch, ne? Also 1,65 Meter bin ich sehr groß, ich bin sehr schmal, sehr zierlich. Aber, was sagt ihr? Super schön. Super schön. Oh mein Gott. Und das hier sind die Terra-Ohrringe. Mensch, 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 haben sie sich diesmal wieder richtig viel Mühe gegeben. So, hier haben wir Aloha. Und was war das hier? Nee, das war wahrscheinlich andersrum. Ne? Wahrscheinlich hier Feier und das hier war Aloha, glaube ich. Habe ich eben falsch rum reingemacht. Wir nehmen jetzt einfach Feier. Ist auch schön, guckt mal hier. Das schimmert und glitzert alles immer so schön. Sie geben sich immer so viel Mühe mit dem Adventskalender. Oh, schaut mal. Ist das hübsch? Was ist das hier? Armband Fire Fusion. So, auf jeden Fall, seht ihr das hier mit den Glitzersternchen hier? So, ziehen wir jetzt auch mal an zu den anderen Armbändern. Ich würde das natürlich bei mir immer noch mal einen Ticken enger machen, ne? Und dann, wenn man das dann anhält, sieht das halt so aus, ne? Das würde sich bei mir wahrscheinlich immer so hinbewegen, dass das so angezogen aussieht. Mega schön.
So, und jetzt nehmen wir das letzte. Das wäre dann die 25. Ich glaube, das müsste Aloha sein, weil die anderen werden vorher dran sein. Ja. Ich liebe das. Könnte eine Kette sein, oder? So, also von dem Geraschel hier hört sich es auf jeden Fall so an. Ich habe es eben noch gesagt, dass ich so Ketten gerne mag, ne? Hier haben wir noch mal eine und die ist ein Ticken länger noch. Und da hängt eine schöne Perle dran. Die kann man aber abmachen. Seht ihr das? Hier. So, wenn ihr das hier so durchmacht, schaut mal. Dann hebt ihr das hier ab und dann könnt ihr hier was anderes dran machen. Müssen wir mal gucken. Es gibt vielleicht jetzt noch so andere Anhänger, die man so da reinmachen kann. Oder man lässt es halt ab. Hat man halt, da könnte man theoretisch auch das hier abmachen und dann vielleicht einfach hier ganz normal diesen oder das Herzchen oder was anderes, was man hat, dran machen. Auf jeden Fall auch eine richtig schöne Kette und das ist Aloha Pearl Necklace. Ja. Krass, ne? Ich bin ja so nicht wirklich so ein Perlenfan, aber seitdem ich die Schmuckstücke von Purelay habe, habe ich auch einige mit so Perlen. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich habe auch irgendwo so ganz schlichte Perlenohrringe, wo nur eine Perle ist. Und die liebe ich. Die finde ich so schön. Und hier ist es auch eine sehr, sehr schöne Kette. Ich mag auch solche Ketten einfach super gerne. Total schön. Mega. 25 Tage auf Aloha, ja. Ja, ihr wisst ja, Hawaii liebe ich. Ne? Deswegen bin ich auch irgendwie bei Purelay irgendwann mal gestolpert, vor Jahren schon. Ich kaufe mir den Adventskalender ja auch schon seit ein paar Jahren. Dieses Jahr habe ich ihn mir nicht gekauft, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich ihn euch jetzt trotzdem zeigen darf. Und ich finde ihn mega gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den zugeschickt bekomme, aber weil ihr wisst, ich liebe den Schmuck. Ich trage den ständig. Ne? Der geht mit mir baden, der geht mit mir duschen, der geht mit mir schwimmen, der macht mit mir meine Hausarbeit, meine Gartenarbeit. Ich ziehe meinen Schmuck nie aus. Und bei mir hält der auch. Hält der. Der macht alles mit und sieht immer noch super schön aus. Und das liebe ich an dem Schmuck einfach von Purelay. Der sieht schön aus, der sieht elegant aus, der sieht, man kann alles miteinander kombinieren. Und ich finde den Adventskalender dieses Jahr mega gut. Letztes Jahr war so lala. Da hat mir ein anderer besser gefallen, aber hier, ich finde den total toll. Und ich hatte den ja schon, also die Verpackung vorher schon gesehen und habe echt gedacht, oh, eigentlich müsstest du ihn dir kaufen, weil der so hübsch ist. Aber ich habe ja auch so viel Schmuck da, deswegen ist es richtig cool, dass ich den auch jetzt mit meiner Tochter teilen kann. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr den Inhalt von dem Adventskalender findet und ob ihr ihn euch gekauft habt. Und wenn ja, ob ihr ihn in Gold, Silber oder Roségold geholt habt. Ich finde ihn einfach total schön. Ich will ihn auch gar nicht wegwerfen. Ich glaube, ich werde diesen irgendwie ein bisschen recyceln. So als Aufbewahrungsbox finde ich den sehr schön, weil man kann ja hier das hier oben rausmachen. Dann hat man hier quasi so eine Art Schublade. Wenn man das hier aufmacht, kann man hier ja auch Sachen reintun. Und dann kann man das schön auf den Schrank stellen. Man könnte ihn auch so hinstellen, ne? Super schön. Ja, also alles in allem finde ich den Adventskalender, sorry, ich muss gerade ein bisschen verrutschen, dieses Jahr mega, mega, mega schön. Es sind so viele schöne Schmuckstücke dabei. Es gibt kein Schmuckstück, was mir persönlich gar nicht gefällt. Deswegen wird es auch ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt teilen muss. Aber ich werde meiner Tochter die Entscheidung überlassen, welches der Schmuckstücke sie sich hier raussuchen darf, weil ich ja schon so viele habe. Und dann kann sie sich jetzt hier einfach ein bisschen austoben und das rausnehmen, was ihr gefällt. Der Rest bleibt dann einfach schön bei mir. Mein Schmuckkästchen wird auf jeden Fall wieder voller werden. Und ja, so cool. Ich liebe es jetzt schon. Ich finde es cool, dass ich ihn jetzt schon ausgepackt habe, damit ich den Schmuck jetzt dann schon tragen kann. Ihr werdet mit Sicherheit das ein oder andere Schmuckstück in meinen Videos dann sehen. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Adventskalender. Und damit sind wir denn dann jetzt auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.